Dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Jo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, ja, einige neue News, die wir am Start haben. Und zwar kamen gestern ganz neuen Stats mit Rating von den Ikonen raus. Aber auch, glaube ich, nur ganz kurz, dann hat EA das wieder rausgenommen. Das war vielleicht ein Versehen, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben zwei Leute hier, Donkfoot Trader, der eine oder andere wird ihn kennen, und Maestro Pulgar, die haben dann nochmal Screenshots von ihnen gemacht. Und ja, die werden wir uns gleich dann mal anschauen, welche Ikonen können krass sein, welche nicht. Ich habe schon gesehen, einige Kollegen haben die eine oder andere Ikone gut gehypt, aber da muss ich fast den einen oder anderen die Freude ein bisschen nehmen. Warum, sehen wir gleich. Ansonsten haben wir nochmal zwei andere News, und zwar mehrere Quellen und auch eine interne von mir haben schon fast bestätigt, dass anscheinend die Icon SBC zu FIFA 21 zurückkommen soll. Wie genau, wissen wir nicht, ob das so schlecht ist wie beim letzten Mal, wo die irgendwie mehrere zur Auswahl haben, oder dass sie wirklich dann am Ende sagen, R9, Cruyff, dies, das, Optimus kommen als SBC. Und da kann vielleicht auch jemand, der kein Geld investiert, sich mal einen R9 leisten. Ansonsten noch eine weitere News, die ich droppe hier. Gestern haben die das aussehen gepostet und direkt wieder gelöscht. Ich habe es gesehen und einer hat sogar einen Screenshot davon gemacht. Also ich denke immer davon aus, dass heute Abend, also Freitagabends um 19 Uhr oder 17 Uhr, die Top 1000 rauskommen. Also eigentlich fast alle Spieler, die Database ist dann draußen. Man kann dann anfangen, ja, wirklich dann Starter-Teams, Weekend-League-Teams vernünftig zu bauen. Mit Skill-Move, Weak-Foot, alles ist dann da. Die besten 1000 Spieler. Ich denke mal, da sollten fast alle wichtigen Goldspieler drin sein. Die Silber- und Bronze-Spieler jucken jetzt wirklich nicht. So, bevor wir reingehen, muss ich noch was sagen zu meinem Mod-Lücke. Ich muss was zurücknehmen. Und zwar, ja, er hatte recht gehabt. Am Anfang, ja, ihr seht schon, kommen hier die Base, also die Baby-Karten und die Mid-Karten gleichzeitig raus. Ich dachte, die kommen erst später, aber ne, die kommen gleichzeitig raus. Und die Babys sind ein bisschen früher raus aus den Packs und mit ein bisschen länger. Und die Prime kommen Mitte Dezember rein und die Moments kommen Mitte Februar rein. Damit wir sehen, ob die neuen Icons in der Prime-Version, ja, trotzdem noch gute Stats haben. Man muss immer so gucken. Ja, die kommen erst Mitte Dezember, da kommen schon die ersten Tutis, da kommen die ersten Events. Sind die Sets immer noch gut genug? Ich würde sagen, wir gehen rein, Jungs. Wir fangen mit Cantona an. Hier ist es noch ein bisschen schlechter, aber bei den anderen ist es besser. Ich weiß nicht, warum hier ein bisschen Quali schlechter ist. Aber wir haben ja einmal die Baby, die Mid und die Prime-Version. Man sieht, Baby und Mid nehmen sich eigentlich nicht so viel, wenn wir genau gucken. Ja, hier ein bisschen weniger Pace, da ein bisschen mehr Schießen. Die anderen Sets eigentlich ziemlich ähnlich. Und die Prime sieht sehr nice aus. Was denke ich über den? Ich habe geguckt, der ist 1,88 Meter groß und ja, sollte anscheinend 5,5 bekommen. Wenn er 5,5 bekommt, ich denke, er wird so ähnlich wie Zidane sein. Und ich bin ehrlich mit euch, Zidane war dieses Jahr aus meiner Sicht vom Preis-Leistung her, für mich war eigentlich nur die Prime und die Optimus spielbar und die waren bei 7 und, ich glaube, 3 Millionen. Ja, und die anderen Baby und Mid waren eigentlich nicht spielbar. Warum? Weil er Fake Stats hatte, das Zidane. Was meine ich mit Fake Stats? Und zwar, ja, er hat 95 Dribbling hier gehabt, aber wenn wir genau gucken, Agility und Balance waren sehr, sehr niedrig und dadurch war der gar nicht so beweglich, wie man es vermuten würde. Und das Problem bei Cantona ist, er ist auch 1,88 und anscheinend ein bisschen bulliger. Also ich hätte ein bisschen Angst, dass er sehr unbeweglich sein könnte. Also vielleicht, ich würde ihn einschätzen, so ähnlich wie Zidane. Trotz natürlich eine geile Karte, wenn ich ihn ziehen würde, ich würde ihn spielen, aber ich glaube, der wird auch wie Zidane dieses Jahr sehr, sehr teuer und wird Preis-Leistung nicht gerecht. Trotzdem finde ich die Karte cool. Je nachdem, wie die Icon SBC gestalten, kann man ihn vielleicht sogar günstig mitnehmen. Schauen wir die nächste Ikone an und da haben wir Xavi und das ist leider eine Ikone, die in FIFA meistens nicht spielbar ist. Er ist so ähnlich wie Toni Kroos halt, ne? Ein ZM-Spieler, er ist weder ein ZOM-Spieler noch ein ZM-Spieler. Also ihr seht die Stats von der Baby, sind wir ehrlich. Da kannst du fast einen Toni Kroos einfach spielen. Da musst du dir keine Ikone Xavi holen. Finde ich echt schade. Also, ich weiß nicht. Man kann ihn bestimmt noch am Anfang spielen. Aber ihr seht, wo willst du ihn spielen? Ja, es kommt drauf an. Ja, kann man die enge Raute noch spielen? Oder spielt man wieder 4-2-3-1? Spielt man 4-3-3? Ob ZM-Spieler wichtig sind in diesem Spiel? Wenn nicht, wäre da genau wie Pirlo einfach, ja, nie gespielt. Habt ihr irgendwann mal Pirlo in der Weekend League gesehen? Vielleicht im ganzen Jahr ein bis zweimal die Leute, die den for fun mal gespielt haben. Und ich muss fast sagen, die mittlere Version sieht fast noch schlimmer aus, weil er 77 Pace nur hat. Bisschen mehr Dribbling, mehr passen. Ich finde das eigentlich schade. Solche Spieler sollten dann zumindest irgendwie so 97 Dribbling und 98 passen oder sowas haben, weil wenn die jetzt zum Beispiel jetzt kein 5-Sterne-Weakfoot haben, sind die wie, ja, wie Pirlo einfach nicht gebrauchbar.
Die Prime, muss man sagen, okay, sieht spielbarer aus. Shadow oder Anchor-Karte drauf. Und man könnte ihn vielleicht als 6er spielen, als 8er spielen. Und wenn er vielleicht noch 5 Sterne Weakfoot oder sowas bekommt, wirklich nice spielbar. Aber man darf nicht vergessen, Mitte Dezember kommt er erst raus. Und der wird bestimmt auch seinen Preis haben. Und wie gesagt, bis dahin sind schon einige Events draußen, wo die Karten wahrscheinlich besser sind. Guckt euch zum Beispiel die Karte von Nainggolan an. Weiß nicht, ey. Der bis dahin vielleicht 5.000 kosten. Und die Prime kostet, keine Ahnung, 500.000. Ich weiß nicht, Preis-Leistung wird da nicht so stimmen. Ja, also ich denke, er wird leider sowas wie Purrow sein. Man zieht ihn und denkt sich, ja, den gebe ich in die nächste SBC ab. Dann haben wir Vidic. Am Anfang habe ich gedacht, gar nicht so eine geile Karte. Aber gucken wir uns mal die Baby und die Mid an. Eigentlich not that bad. 77 Pace für einen Innenverteidiger mit diesen Stats hier. Eigentlich nicht schlecht. Und warum das so ist, guckt euch Van Dijk an dieses Jahr. Er hat fast so ähnliche Stats wie Van Dijk. Und Van Dijk war dieses Jahr ganz am Anfang eine lange Zeit der beste Innenverteidiger. Und ich glaube, Vidic könnte so ähnlich sein. Je nachdem, was Meta ist, ja, wenn Pace und Beweglichkeit wichtig ist, könnte er natürlich dann eher nicht so gut sein. Wenn das zum Beispiel nicht so wichtig ist, könnte er so ähnlich wie Van Dijk sein und könnte ja auf demselben Level wie Van Dijk spielen. Und wie gesagt, Van Dijk war ja letztes Jahr von den Goldkarten die beste Innenverteidigerkarte für die meisten. Und die Prime, ja, das ist wieder das Problem. Es sieht natürlich am besten aus mit 78 Pace, mit mehr Defending. Aber wie gesagt, das ist auch schon Mitte Dezember. Da werden so viele Events wieder draußen sein, dass der wahrscheinlich, ja, noch spielbar ist, aber eher uninteressant. Also ich glaube, die beiden Karten könnte man am Anfang noch spielen. Van Dijk Level, also finde ich mal gar nicht mal so schlecht. Viele haben gesagt, wir hätten irgendwie mehr Rating, mehr Sets geben müssen, weil er krasser war im Real Life. Dann kommen wir zu Schweinsteiger und da muss ich sagen, wow, das sind Stats, die habe ich nicht erwartet. Erstmal haben wir einen LM, was einerseits ein bisschen komisch ist, ja, aber auch nicht so schlecht ist, weil man kann dann bisschen, ja, im Game eh tauschen, ja, zum Beispiel du tust einfach ein ZM, ZOM Stürmer einfach als ZDM, ja, und dann tauschst du es in Game mit Schweinsteiger und dann spielt er auf den Flügeln zum Beispiel Alejandro Gomez oder so, ne, sehr easy tauschen, gibt mir Möglichkeiten, Formationen, Teams zu bauen und ich muss, wie gesagt, sagen, sehr geile Sets, ich finde die 89er leider, ja, ich weiß nicht, mit Shadow kann man mal testen, weil mit Shadow hat er echt geile Stats, dann muss man aber wieder fragen, wie ist es in Game, ja, ihr wisst ganz genau, manche Campstyles funktionieren nicht so wirklich, ja, er hat 68 Pace, du gibst ihm Shadow, dann sollte er eigentlich über 80 Pace haben und trotzdem läuft er irgendwie nur hinterher, ist manchmal echt so, deswegen hätte ich ein bisschen Angst bei der Karte, aber sonst, wie gesagt, ey, ich bin verwundert, dass ich Schweini so krasse Stats gegeben habe, weil das sind wirklich spielbare Stats, ja, das sieht aus wie eine Mischung zwischen Ballack und Matthäus, das ist echt so ein Mittelding, ja, als hätte man Ballack und Matthäus vereint und hätte man Schweini rausgeholt. Ich finde auch den Prime sieht sehr gut aus. Wie gesagt, Anchor, Shadow, Engine. Sieht gut aus. Natürlich muss man gucken, wie wird er sich in-game spielen lassen. Ist er beweglich? Ist er wirklich schnell? Wir können gerne mal gucken. Hier Schweinsteiger, FIFA 20 hat er ja noch eine Karte bekommen. Ende einer Ära. Und da hat er 3-3 bekommen. Also jetzt auch nicht perfekt, aber ist jetzt auch nicht mega schlimm. Aber natürlich wünscht man sich da 4-4 zumindest. Aber 3-3 sollte in Ordnung sein. Und vielleicht hat er ja Glück und seine Optimus oder seine Prime-Karte kriegt irgendwo noch einen 4-Sterne-Weakfoot. So, gehen wir weiter zu Peter Cech. Ja, coole Karte auf jeden Fall. Kann ich nicht viel sagen, weil Torhüter sind entweder gut oder schlecht. Ja. Manche lieben den Torhüter, manche lieben den. Jeder hat seine Vorlieben. Ich finde es cool, wenn der Inge auch diese Mütze hat, ja, diesen Helm. Den wird er wahrscheinlich haben. Feier ich, ist mal was anderes. Der Prime hat dann keine Mütze. Der Optimus müssen wir mal schauen, aber kann ich jetzt nicht viel sagen. Torhüter sind halt Torhüter, ne? Entweder sind die halt OP, weil die irgendwie bestimmte Stats haben, Trades oder Größe, ne? Kann ich jetzt hier nicht viel sagen. Wir haben Ashley Cole. Ah, auch schwierig. Also ich finde die Stats gar nicht mal so schlecht dafür, dass er so low-rated ist. Natürlich jetzt nicht so krass, wenn man ehrlich ist. Wenn du jetzt Ashley Cole untauschbar ziehen solltest, könnte man ihn echt gut spielen. Sollte am Anfang noch mit einer der besten Linksverteidiger sein. Aber haut einen auch nicht wirklich um, ne? Wie gesagt, wenn die ersten Events kommen oder spätestens so Team of the Year, sind wir mal ehrlich, sind das halt keine Stats, die mithalten können. Und das ist dann sogar schlechter als Zanetti, würde ich sogar fast einschätzen, weil er hat nicht so viel Pace, hat nicht so viel Physical. Ich weiß nicht, wie groß er ist, was für Sprungkraft er hat, aber wenn zum Beispiel Kopfball wieder stark ist, ich weiß nicht. Also spielbar, aber nicht einer der besten Ikonen. Dann haben wir Darryl Shuker, Junge, den habe ich früher wirklich gefeiert. Leider, ja, nicht die beste Karte. Ich habe auch hier schon mal geguckt, ja. Darryl Shuker hier hatte damals eine 4-4 gehabt, also nicht schlecht, ob der 5 Sterne Weakfoot bekommen, ist die Frage, weil dann könnte er nochmal krasser werden, so auf dem Del Piero Level. Ansonsten, so hart es klingt, wird er wahrscheinlich irgendwo, ja, Lingard Level sein. So ein bisschen besser als Lingard, würde ich so behaupten.
Am Anfang kann man ihn bestimmt spielen, aber wenn du genau guckst, der hat halt keine krassen Stats, so, ne? Hier zum Beispiel, das ist sein einziges Stats, das so 90 hat. Dann seine Prime mit 91 Schuss, 90 Dribbling. Das ist halt leider wie Pirlo, wie Xavi, passt er nicht in die Meta rein. Also ich würde sagen, so ein bisschen besser als Lingard, so. Aber leider wird er, glaube ich, nicht so krass, wenn er keine 5 Sterne Weakfoot bekommt. 4-4. Aber ja, eine coole Karte für die Kroaten. Dann haben wir Fernando Torres. Also ich glaube, am Anfang wird er noch mit einer der besten Stürmer sein. Besonders seine mittlere Karte. Wenn wir gucken, seine mittlere Karte hat nicht mal so viel Unterschied zu seiner Prime-Karte. Guck mal, 2 Pace-Unterschied, 2 Dribbling-Unterschied, 3 Schuss-Unterschied. Das ist eigentlich, wenn du überlegst, von Mittel zu Prime nicht so krass. Ja. Hier ist es schon mal größer, wenn ihr seht, 4 mehr Pace, 4 mehr Schießen, 2-mal Tripling. Also, ich könnte mir vorstellen, der wird, denke ich mal, 4-4 bekommen. Ich glaube nicht, dass er jemals in FIFA 5 Sterne Weakfoot oder 5 Sterne Skills bekommen hat. Deswegen, ich denke mal, all seine Karten werden 4-4 bekommen. Trotzdem stark. Also, ich glaube, besonders die mittlere Karte könnte ich mir vorstellen, dass er am Anfang 2 Millionen bis 2,5 Millionen kosten wird. Aber sind wir mal ehrlich, würdest du lieber Torres spielen oder Butragueno, der 5 Sterne Weakfoot hat? Wie gesagt, kommt drauf an, was wieder Meta ist, ne? Wenn Kopfball wieder Meta ist, dann würde ich lieber Fernando Torres nehmen. Wenn Kopfbälle nicht so wichtig sind, dann natürlich eher ein Butragueno, der 5 Sterne Weakfoot hat. Ist sehr Meta-abhängig, ja, was besser ist. Ich würde ihn so auf Butragueno-Level schätzen, ja, je nachdem, was Meta ist. Ist der ein oder andere ein bisschen besser. So, Freunde, 3 Ikonen haben wir noch. Wir gehen erstmal zu einem guten Philipp Lahm. Und ich muss sagen, Sets sind besser als gedacht, bin ich ehrlich mit euch. Sind gar nicht so schlecht. Gucken wir mal erstmal seine Baby an. Linksverteidiger, decent Stats. Anchor, kann man gut spielen. Hier haben wir eine ZDM-Version von ihm, auch sehr nice. Erinnert mich ein bisschen so an Kanté, eine bessere Version von Kanté. Und seine Prime sieht auch gut spielbar aus. Da gibt es Anchor ihn oder irgendwas, das sein Physical boostet. Aber jetzt kommt das Problem. Ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass Kopfbälle wieder stärker sind. Und das könnte ein Killer für Philipp Lahm sein. Wir erinnern uns an Jordi Alba. Ich weiß nicht mehr, welcher FIFA das war. War, glaube ich, FIFA 19. Egal was für Stats er hat, er wird halt von Ronaldo immer geschlagen in der Luft, weil er halt nur 1,70 Meter oder so ist. Und da kannst du 99 Sprungkraft geben, das hilft vielleicht noch, aber ja, das ist ein big problem, weil dann killt das wirklich Philipp Lahm. Ich weiß nicht, wie groß Philipp Lahm ist, ich glaube, der ist ein bisschen über 1,70. Und das andere Problem ist, ich hoffe, ihr habt das eingebaut, aber ich habe es, glaube ich, noch nicht gesehen. Man kann, glaube ich, immer noch nicht die Leute bei der Ecke entscheiden, wo die stehen, ja. Und bei mir war es damals immer so, wenn ich Kanté gespielt habe, den Team of the Year, er stand immer am ersten Pfosten. Ich weiß nicht warum, vielleicht war der Sechser mit den besten Sets, er stand immer am ersten Pfosten und ich habe voll auf Tore kassiert gegen Ronaldo etc. etc. Und das könnte auch diese Karte killen, ja. Gut, Jungs, da kommen wir zum Eto'o, ja. Und ich muss auch hier sagen, ich war überrascht, die Sets sind bisschen besser als ich gedacht habe, besonders bei der Prime. Also Baby sieht sehr gut aus, Mittel sieht sehr gut aus. Ich würde es vielleicht fast behaupten, dass die Baby bisschen besser ist, weil ein bisschen schneller ist. Aber ja, je nachdem, was Meta ist, wie gesagt, ne? Und Prime, Wahnsinn. 95 Pace, 93 Schießen, 9 Triple. Und alle waren gehypt, alle haben gesagt, der wird der neue Eusebio. Das Ding ist, ja, leider nicht. Ich glaube nicht, dass EA so viel dran ändern kann. Ich habe mir mal die Karten angeguckt und wenn wir uns jetzt Samuel Eto'o anschauen, in all seinen Karten hatte er 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot. Und das wird ein heftiger Killer sein, meiner Meinung nach. Egal was Meta ist, du willst später nicht wie viel Millionen bezahlen für jemanden, der 3 Sterne Weakfoot hat. Weil der wird 100% nicht günstig sein. Allein der Hype wird ihn auf 2, 3, 4 Millionen treiben, ja. Und der hat ja sehr, sehr gute Stats und ich sag, den kann man ja trotzdem spielen, keine Frage. Aber dann ist die Frage, bezahlst du 3 Millionen für einen Prime Eto'o oder bezahlst du 3 Millionen für einen Dyklich, ja? Ein Dyklich hat 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills, alles was du brauchst. Er wird trotzdem natürlich oft gespielt, weil er ist ein Favorite, ja? Für mich auch einer der cooleren Spieler bei Barcelona gewesen und so. Aber wenn EA nicht da ein bisschen rum, ja, schraubt und ihnen 4-4 gibt, glaube ich, das wird ein kleiner Killer für ihn sein. Ja, dann kommen wir zur letzten Ikone, Puskas. Und was soll ich sagen? Alle Karten von dem Maschine aus. Und ich kann jetzt eins schon sagen, guckt euch die Sets an. Und ich finde, man sieht sofort raus, er ist wie eine Fusion, eine Mischung zwischen Cruyff und Eusebio. Nur von den Sets. Ich habe auch gehört, er sollte, ja, zumindest bei der Prime, bei der Mittel 5-5 bekommen. Ja, das klingt einfach nach Cruyff, Eusebio. 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, was willst du mehr? Und wenn sie nichts da rumschrauben, haben alle gesagt, er muss 5-5 bekommen, er war in den 50er Jahren der beste Spieler für eine lange Zeit und ja, die Stats
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, 5-5, überlegt euch das. Vielleicht wird die Baby-Version oder die mittlere keine, kriegt ja nur 4-5 oder 5-4. Aber ich denke mal, die Prime 5-5, das wird, ja, Eusebio Käuflevel sein. Und das sind, ja, meine Gedanken zu den neuen Stats, zu den neuen Ratings. Schreibt mir mal rein, ob ihr mir zustimmt, ob ich irgendwas falsch gelabert habe, ja, oder einfach generell, was ich irgendwie vergessen habe zu erwähnen. Im Großen und Ganzen bin ich wirklich überrascht über die Stats, sind gute, spielbare Ikonen dabei, wirklich nice Stats. Und Chat, bevor wir das Video beenden, habe ich noch ein Icon-Pack. Wenn jetzt einer von den Big 4 kommen sollte, werde ich vielleicht noch auf dem Twitch bisschen Weekend Extreme. EA Sports, come on. Das werde ich jetzt immer so zwischendurch einbauen, Jungs. Wenn ich genug Coins habe, dies, das, werde ich immer ein Icon-Pack zwischen den Videos einbauen. Finde ich ganz lustig, schadet nicht. Die keinen Bock drauf haben, können ja abschalten. Und die Bock haben, können mir ein bisschen Glück wünschen. Glück wünschen. Ach, come on. Es kam bei mir schon so auf Holland und es kam nie der richtige Mittelstürmer. Wir ziehen zum, glaube ich, dritten oder vierten Mal Obermaß. Und dann war es das vom heutigen Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mich supporten wollt oder das Video euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns, ja, die Tage wieder. Wie gesagt, Stream, keine Ahnung. Weekend League Stream, keine Ahnung. Alles in den Sternen. Wir sehen uns dann wieder. Euer Casey. Bis dann.